Und immer wenn du das Gefühl hast, das Leben bestraft dich oder es geht nicht weiter oder du wirst ungerecht behandelt, dann ist das eigentlich nur eine Einladung daran, dich wieder zu erinnern, dass du halt nicht der große Zampano bist, sondern das passiert auch nicht aus einer Art Bestrafung heraus. Wir bestrafen uns selber, wir machen uns selber Schuldgefühle. Im Grunde ist es immer eine liebende, wie eine liebende Mutter, wie ein liebevoller Vater, der dich immer wieder erinnert, dir bewusst zu machen, warum du auf dieser Erde bist und dass es etwas Größeres gibt. Und deswegen können wir erfolgreich sein in unserem Job. Es geht darum, auch die Power zu leben. Das heißt, auch zu zeigen, dass du dir bewusst machst, immer wenn du dir bewusst machst, wer du bist und auf was es in diesem Leben eigentlich ankommt, das ist auch die Kraft, die uns nach vorne bringt. Warum wir uns gegenseitig sagen, warum wir uns sagen und auch uns erinnern, auf was es in diesem Leben ankommt. Wer wir sind. Es ist wie so eine Art Rückbesinnung, dich immer wieder auch zu besinnen, weil wir uns oft verlieren so in unseren Lebensrollen. Jeder hat da seine eigene Rolle. Wir werden alle immer wieder an etwas erinnert. Auch Rollen und Identifikationen über uns selbst loszulassen. Das führt dich in einen neuen Raum des Bewusstseins, in eine neue Betrachtungsweise. Dann sind wir immer besonders offen. Wenn wir verletzlich sind, zeigen wir uns so diesem göttlichen Licht, dieser spirituellen Energie, dieser Mystik des Lebens. Dann wird uns wieder bewusst, dass wir irgendwann diese Erde verlassen, dass wir diese Rollen auch verlassen müssen, die Situation, selbst die liebste Familie um uns herum irgendwann wieder verlassen. Und das Ganze geschieht aus Liebe, dich zu erinnern, wer du bist und dass du nie nur das bist, wo du denkst, dass du es bist. Das heißt, deine ganzen Probleme um dich herum, die hast du irgendwann dir auch erschaffen, die hast du kreiert. Und damit wir da nicht vollkommen drin versacken, werden wir immer wieder erinnert, du bist nicht der große Zampano, du bist nicht der große Macher des Ganzen. Es gibt die ganze Zeit etwas, was dich erinnern möchte.